nichts nutze. Mach die auf den Weg zurück nach Eldaria. Ich werde dazukommen. Dieses Mal werden die sie vernichten. Jawohl, Sir. Diese Taugenichtse. Dieses Mal werde ich mich persönlich um die Angelegenheit kümmern. Oh Mann, dieser Typ dreht langsam am Rad. Hoffentlich hat das hier bald ein Ende. Eigentlich sollte ich dich ja nicht benutzen, aber dieses Mal ist es wirklich an der Zeit. Ich werde dich fertig machen, Sergeant. Dann wollen wir mal nach Eldaria. Nur noch den Command eingeben und es kann losgehen. Guten Morgen, Herr Detop. Wie laufen die Bauarbeiten? Ganz gut. Wir haben als erstes den Weg ausgebessert, damit man sich hier bewegen kann. Könnten Sie mir vielleicht den Hammer geben, der neben Ihnen liegt? Den hier? Ja, genau den. Danke, Sergeant. Denken Sie, es wird einen weiteren Angriff geben? Es ist fast zu erwarten, jetzt wo wir so geschädigt sind. Dann beeilen wir uns am besten mit den Ausbesserungsarbeiten. Da haben Sie wohl recht. Was war das? Da liegt es, das Fort Fox. Ihr habt keine Chance gegen mich und meinen Command Block. Gehen Sie am besten schon mal vor, Sergeant. Ich werde sofort nachkommen. Das hat sich nicht gut angehört. Beeilen Sie sich, Herr Detop. Alles klar, dann los. Das ist 100% ein weiterer Angriff. Na, wo steckst du? Ah, da oben bist du. Mal schauen, was du im Schilde führst. Na, Sergeant, dieses Mal kannst du nichts gegen mich ausrichten. Was zum... Allen Deckung! Verdammt, er spielt mit uns. Er wird dieses vor dem Erdboden gleich machen. Hahaha, Sergeant, was sagst du jetzt? Jetzt hab ich die Oberhand. Sergeant, ich habe eine Idee, wie wir ihn aufhalten können, aber ich brauche Feuerschutz. Sie kriegen ihren Feuerschutz. Bogenschützen, zu mir! Alles klar, auf drei. Eins, zwei, drei. Alle Bogenschützen, Feuer! Hoffentlich schafft er es. Dann mal los, nicht stehen bleiben. Den Turm hat es komplett zerlegt. Hoffentlich funktioniert der Weg nach unten noch. Scheint in Ordnung zu sein. Was hat er bloß vor da unten? Okay, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Warte. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Komm schon, JD-Top. Beeil dich. Glauben Sie mir, wir werden Sie nicht enttäuschen. Das will ich hoffen, sonst landen Sie wieder in der Kiste. Und denken Sie daran, was ich Ihnen gesagt habe. Das werde ich. Hoffentlich habe ich da nicht einen riesigen Fehler gemacht. Das Vor ist ein einziger Trümmerhaufen. Wie läuft's, Sergeant? Nicht gut, aber wollten Sie ihn nicht eigentlich aufhalten? Ich habe einen der Gefangenen dorthin geschickt. Er wird sich um die Sache kümmern. Sie haben was getan? Sind Sie komplett wahnsinnig? Glauben Sie mir, Sie scheinen gute Kerle zu sein. Es liegt alles nur an diesem einen Typen, der Sie unterdrückt. Er wird das schaffen. Wenn Sie das sagen, hoffen wir, dass Sie recht haben. Hahaha, Sergeant, komm raus zum Spielen. Was war das? Ah, was ist... Ihr verdammten Dreckskerle, lasst mich hier raus! Nein, tut mir leid, das werde ich nicht. Dann lass mich wenigstens erklären, wieso ich das alles getan habe. Nein, das will ich erst gar nicht wissen. Das kannst du dir für den Richter aufheben. Und deinen komischen Block behalten wir fürs Erste.
bald sieht das Fort wieder wie neu aus. Da haben Sie recht, Jotetop. Mal schauen, ob der Kerl hier irgendwo steckt. Jotetop, bist du hier irgendwo? Jotetop, bist du das? Was gibt es denn? Die Leute aus dem Dorf verlangen nach dir. Sie haben dich erneut als Bürgermeister vorgeschlagen. Am besten kommst du kurz mit. Ich meine, jetzt hätten sie noch was zu tun. Es war mir eine Ehre, dass sie bei uns gearbeitet haben. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Sergeant. Scheint, als bräuchten wir jetzt einen neuen Engineer.